Wir kommen zurück zu Final Fantasy IV. Nochmal in die Burg Eplan. Können wir jetzt auch einen anderen Weg da rein nehmen? Kann man da irgendwie nach links, rechts oder sonst wohin? Hm? Nee. Wir sind hier gestorben zuletzt, weil die Monster so stark waren in dieser Kiste. Die konnte ich noch nicht besiegen. Ich laufe mal diesmal geradeaus. Erdgeschoss. Vielleicht finden wir auch mal jemanden, der mit uns hier redet oder so. Weiß man ja nicht. Ach. Eine Heilportion. Nicht, dass ich hier die Sachen finde, die ich eh schon hatte. Das wäre ja doof. So. Kann ich hier auch irgendwo rein? Nö. Nicht so. Da kommen wir auch nicht rüber. Wie kommt man denn da rüber? Vielleicht von hier hinten, vom Block, da irgendwas drücken. Ich drücke nämlich immer. Gucke mal, ob hier irgendwie versteckte Schalter oder sowas sind. Hallo. Hm. Der Kronleuchter vielleicht? Nein? Na gut. Schade. Thronsaal. Aber niemand da. Oh, hier können wir hin. Yeah, wieder ein geheimen Pfad entdeckt. Bitte keine fiesen Monster, die wir nicht besiegen können. Bitte nur schöne Sachen. Jungfernkuss und dies und das und jenes. Das freut mich. Mal her mit dem Zwölfleck. Gibt es denn auch so einen Pfad auf der linken Seite? Hm? Hier so? Ja. Haha. Ein Einhorn. Was ist ein Einhorn? Und ein Einhorn und ein Wecker. Schön. Wüsste gerne, was das ist. Einhorn, Wecker, Einhorn, Wecker. Hammer. Hebt Wicht für ein Einhorn. Da ist es ja. Hebt viele Zustandsveränderungen der Gruppe auf. Aha. Einhorn, was war das noch? Wecker? Wecker. Hebt Schlaf auf. Ach so. Ja, das ist natürlich logisch. Logisch. Gehen wir wieder zurück. In den Thronsaal. Keiner da. Echt ein bisschen verlassen hier, ne? So, ein bisschen. Okay, haben wir uns auch mal hier umgeschaut. Ich glaube, da bin ich nach rechts gegangen. Gehen wir nochmal nach links. So. Schön bis zum Ende laufen. Man weiß ja nicht. Mal nochmal in die Ecke vielleicht gucken. Ist da was? Nein. Gehen wir da mal rein. Erst Erdgeschoss im Westturm. Diesmal. Ist hier was in den Krügen? Bacchuswein oder Bacchuswein gefunden. Und ich möchte zu den Thronen. Kommt man da tatsächlich hin? Ja. Stummpfeile. 10.000 Gil. Geil. Das ist eine Menge Geld. Dafür kriegen wir auch gleich eine Errungenschaft. Das ist cool. Oh. Noch ein geiler. Toll. Bombenbergkern. Yeah. Yeah, ich bin hier voll fündig. In dem coolen Schloss. Man muss es echt nur ein bisschen ausprobieren. Mit in die Ecken laufen, dann kriegt man es auch hin. Geil. Haben wir einfach mal richtig viel Fettkohle. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier weg und suchen jetzt mal diese komische Höhle, die wir finden sollen. Hätte ja gehofft, dass wir Rydia vielleicht hier noch finden, aber... Nö.
glaube eigentlich nicht, dass die wirklich tot ist. So, Nordosten. Welche mag es denn dann wohl sein? Nordosten. Meinen die damit dann eine dieser Höhlen oder waren wir da schon? Ich weiß es nämlich nicht. Waren wir hier schon mal? Kommt man hier auch anders hin? Ja, hier sind diese komischen Brücken. Ich glaube, da waren wir dann schon. Waren wir hier schon mal? Hier, nee, ohne Flugzeug kommt man nämlich hier gar nicht hin. Ich glaube, dann meinen die bestimmt die. Nochmal speichern vielleicht, vorsichtshalber. Zelt habe ich schon benutzt. So, kann das losgehen hier. Ist es denn? Höhle des Nebels? Höhle des Nebels? Ne, hier ist eine offene Kiste, dann waren wir hier schon. Dann nicht. Dann möchte ich hier nicht hin. Offene Kisten? Ne, 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 ne. Falsche Höhle. Schlechtes Zeichen. Nordosten. Vielleicht die da ganz unten? Oder welche darf es sein? Das wäre dann aber nicht mehr Norden. So nebenbei. Guck mal, ob man hier auch anders hinkommt. Wir haben so viele Höhlen. Kann auch eine von denen sein. Weil hier kommt man nämlich irgendwie... Oder? Aber ich muss es einfach ausprobieren. Ich habe keine Ahnung. Unterirdischer Wasserfall? Kennen wir doch auch. Die vielleicht? Nordeingang zum Wasserweg. Kennen wir auch schon. Oh Mann. Och Mann, du nervt doch nicht rum. Die sind Gott sei Dank nicht so schwer oder dürften nicht so schwer sein. Das ist immer ganz gut für den Sid. Quatsch, für Teller ist es gut. Der darf mal gerne mal ein bisschen leveln, finde ich. Der ist mir ein bisschen zu niedrig hier von seinen HP. Das nervt immer ein bisschen. Ja, Nordosten. Welche ist es denn? Ja. Oder die da. Die da, die da, die da. Da ist unser Gefährtendings. Kann man da nicht rüber? Da könnte es natürlich auch... Waren wir hier schon mal? Wir waren zwar hier bei dem Sandweg, aber... Nee, wir sind da dann runtergekommen, ne? Ja, ja, da sind wir dann rausgekommen. Es bringt also auch nichts. Ja, Nordosten, Leute. Welche Höhle wohl? Ist hier irgendeine Höhle, die wir noch nicht entdeckt haben vielleicht? Bei diesen ganzen Inseldingern? Ist ja hier irgendwas, wo wir noch nicht waren? Aber jetzt mit dem Flugschiff kann man ja auch überall hin. Dann werden sie es natürlich vielleicht auch nicht so super einfach machen. Hier! Die ist doch super! Die wird das sein! Da ist der olle Elf dahin und dann, ne? Und hier waren wir doch auch zuletzt. Ah, komm. Das wird schon richtig sein. Dann landet man hier. Können wir da rüberlatschen? Wie kommen wir denn da hin? Wie kommen wir da rüber? Herr Fischer, Herr Fischer. Geht gar nicht genau. Feuer. Feuer. Das macht der Young aber ganz alleine mit seinen Feuerwaffen. Der Gute. Ja, das ist schön. Hier war doch das Wichtel-Wichtelhausen, ne? Mithril, war das nicht hier? Ja, hier wohnen doch die kleinen süßen Winzlinge. Hier waren wir doch erst vor kurzem. Aber wie kommen wir rüber? Kann das Schiff da landen? Nee, ne? Wie macht man das denn? Dann müssen wir ja das andere erstmal irgendwie holen. Oder wie? Das wird doch die Höhle sein. Oder? Es ist ja auch nicht mehr so richtig Nordost. Aber hier will ich auf jeden Fall irgendwie mal hinkommen. Wie kann man auch hinkommen? Aber wenn wir das eine Schiff da oben holen, dann... Schwierig.
ist hier noch eine Höhle, die wir übersehen haben könnten. Eine, die bereisbarer ist. Vielleicht ist das ja so eine Special-Höhle, wo man sich irgendwas Besonderes holen kann. Und die, die wir eigentlich suchen, ist eine ganz andere. Wenn wir mit dem Gefährt hier lang fahren, kommen wir doch nicht hier. Das Ding kann halt über diese Brücke liegen, diesen Sand hier im Hintergrund, ne? Über das hier kann das Ding ja fahren. Unser Gefährt hier. Aber wir mussten das da ja abstellen. Das heißt, es kann ja nur hier lang. Es kommt doch niemals da unten hin. Verdammt. Nochmal. Das ist für mich auch eigentlich nicht mehr Nordosten. Also muss eine andere Höhle sein. Hier ist nochmal wieder so ein Chocobo-Wald. Der Chocobo könnte es natürlich auch schaffen. Der Chocobo, das kann. Der kann Chocobo übers Wasser? Nee, der Chocobo kann nicht übers Wasser. Wie soll der denn die Insel überqueren können? Der kann bis hier. Der kann dann weiter. Sobald da irgendwie die Insel endet, kann der da doch nicht lang. Weiß ich nicht. Weiß echt nicht, ob das die Höhle ist, die wir auch meinen sollen. Dahin. Das ist für mich eher richtig Osten und nicht mehr Nordosten. Aber okay. Ja, kann mich auch irren. Kannst du hier nicht landen, du dummes Ding? Lande mal. Er macht immer kurze Pause. Also ich kann da kurz nichts machen, so wie jetzt. Dann dampft das so komisch. Er will dann landen, kann aber nicht. Er kann hier landen. Aber wir können hier nicht rüber. Das ist voll scheiße. Wir können hier wieder kämpfen. Das können wir machen. Seht ihr mal ein paar andere Viecher, aber das ist nicht in der Sache. Ja. Das habe ich mir gedacht, dass das hier jetzt nicht geht. Man soll von da aus dann da lang. Können wir irgendwie von den Winzlingen aus was kriegen? Gefährt oder so? Warum könnt ihr denn auch nicht da auch rüber? Das ist voll blöd. Helft uns mal. Oder wenn die uns kleiner machen, geht das dann? Wir sollen uns mal helfen. Geld. Ich finde es immer noch viel zu teuer. Nach wie vor. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die uns irgendwie helfen können, dass wir hier rüber können. War hier was? Mehr als die ganzen Sachen gefunden, also Geschenkkram, habe ich jetzt auch nicht. Nee. Ich werde jetzt mal einen Cut machen und gucken, wo ich eigentlich hin soll. Vielleicht ist es, wie gesagt, auch die falsche Höhle. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, wie man zu dieser Höhle hier kommt. Weil es geht eigentlich nur mit unserem Gefährt da hinten. Aber, bis gleich. Ja, da bin ich wieder zurück in Final Fantasy IV nach dem Cut. Und ja, ich bin nach Baron gegangen. Ich erzähle euch gleich, wieso. Eigentlich wollte ich hier nur ein paar Ausrüstungssachen noch kaufen und habe gemerkt, dass ich hier ja den Gang noch nicht ganz zu Ende geguckt hatte. Also ich hatte, glaube ich, in Baron auch gesagt, dass mir da vielleicht ein paar Gänge fehlen und es fehlten mir tatsächlich einige Gänge. Ich hätte jetzt nach dem Cut einfach gesagt, hey, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen, bei der Höhle Pipapo. Aber stattdessen ist jetzt gerade ein Licht erschienen, nachdem ich ein paar Kisten geöffnet habe, bin ich hier in den Gang gekommen, wo ich noch nicht war und es heißt Cecil. Und das wollte ich jetzt irgendwie mit euch zusammen erleben. Oh, okay. Was passiert? Mein König!
Reise zum Land der Beschwörbaren und kehre hierher zurück, dann werde auch ich dir beistehen können. Mein König. Was war das? Keine Ahnung, was das war. Ich weiß es nicht. Zum Land der Beschwörbaren? Ja. Oder nee, oder ja. Okay. Ich werde jetzt einfach mal dranbleiben mit euch zusammen und keinen Cut machen. Ich habe auf jeden Fall sehr viele Kisten geöffnet. Reise zum Land der Beschwörbaren. Was ist mit ihm denn auf einmal los? Hier sind die ganzen Kisten, die ich geöffnet habe. Dass ihr das mal wisst, da findet man noch allerhand. Äther haben wir vor allem ganz viel. Hermes Stiefel habe ich auch gefunden. Was ist das hier? Ach so. Und dann habe ich, glaube ich, soweit ich weiß, alles hier abgegrast. Ja, das sind Typen, die Sid ganz toll finden. Und dann geht es für uns jetzt wieder zurück. Da lebt es ja eben mit. Hier hatte ich auch, glaube ich, einen Geheimgang geöffnet. Ach, den lasse ich jetzt mal. Wenn ich hier schon geöffnet habe, war ich hier auf jeden Fall schon. Das ist gut. Und man kann sich hier schnell verirren. Aber ich hatte irgendwie die ganze Westseite. Und da sogar noch was gefunden. Aber nicht so die Ostseite anscheinend. Da sich das so ähnelt, denkt man immer, dass man da schon war. Egal. Es kann sein, dass ich hier eh nochmal herkommen muss, wegen Ausrüstung holen. Sind wir jetzt... Nee, wir sind hier in Baron. Okay. Eigentlich bin ich nach Troja. Laut Komplettlösung soll man nämlich nach Troja. Was dann ja, glaube ich, hier ist. Und danach... War das dann hier? Weil hier waren wir doch gerade erst... Oh, wie wir mal wieder angegriffen werden, ob ich hier gerade so beschäftigt bin. Ich glaube, der Sid ist auch eher so der Bastler. Der macht aus irgendwelchen Items dann wieder Unsinn. So wie, glaube ich, Riku aus Final Fantasy X. Boah, der haut, die hauen aber auch rein. Ja. Mann, Mann, Mann. Okay, das Ding heilt. Und er ist schon wieder tot. Teller ist ständig tot. Das nervt mich langsam. Mach das Vieh mal platt. So, den darfst du jetzt erstmal wiederbeleben. Weil er ständig stirbt. Und heilen bitte. Ja, geil. Wenn das hier so weitergeht, echt, dann... Weil, wie wäre es, wenn du einfach mal gehst? Ich habe da keine Lust drauf. Echt. Ja, dann haben wir jetzt eben ein bisschen Kohle verloren. Das ist dann so. Alle schon wieder tot, ey. Kann ich schon wieder ein Zelt benutzen? So, und schlaft eine Runde, Leute. Mit Teller geht ja gar nichts hier. Wenn der nicht mal ein bisschen uplevelt demnächst. Aber ich will ja auch im Moment nur von A nach B. Ich will ja gar nicht leveln. Ist das hier Troja? Nein, das war Agard. Genau. Hier waren wir doch auch so. Oh Gott. Wo war denn Troja? Kommen wir da her? Ist das nicht da oben, wo wir herkommen? Man soll sich auf jeden Fall ein Chocobo holen. Es ist ein schwarzer Chocobo, den wir brauchen. Und da war dann meine Vermutung ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und da wir ja hier von Troja kommen, glaube ich, dass wir da auch gerade gar nicht nochmal hin müssen. Das war nämlich schon erledigt, ne? Oder? Reicht das denn, wenn wir jetzt hier schon... Also wir sind ja nicht nochmal zurückgekommen. Das ist das Ding. Eigentlich müssen wir jetzt hier auch gar nicht sein. Ich würde sagen, wir holen uns den schwarzen Chocobo und... Nur da stand halt irgendwas von wegen Rosa. Und es hat mich jetzt so ein bisschen verwirrt, ob da noch irgendwas passiert. Können wir da nochmal jetzt gucken, ob wir was kaufen können, wenn ich schon mal hier bin, was wir uns leisten können diesmal? Nö. Er hat einen Holzhammer, da kommen wir auf jeden Fall mit durch. Und sollen wir vor allem nach Troja, Troja Burg, Troja Stadt? Weiß ich gerade auch nicht. Bin ich mir gerade nicht so sicher.
Aber wir kommen ja eigentlich von hier, oder? Burg Troja. Hier waren wir zuletzt und haben die uns das gesagt mit dem Kristall. Das ist für mich dann eigentlich schlussfolgernd richtig. Da haben wir dann auch Edward gefunden. Und das ist einfach nur Troja. Also ich hoffe, wir müssen nicht im Dorf jetzt noch irgendjemanden finden. Ich werde jetzt erstmal hier in diesen Wald fliegen, was ich eigentlich die ganze Zeit schon vorhatte. Das ist auch eine Höhle. Waren wir hier? Waren wir hier schon mal? Hier waren wir auch noch nicht. Kann das sein? Kannst du hier mal landen? Kann man hier landen? Anscheinend ist das ein Ausgang. Kein Eingang. Aber von welcher Seite? Irgendwas muss da ja sein, dass man da rauskommt und durch den ganzen Wald sich kämpfen muss. Dann kann ich mich auch nicht erinnern. Wir können hier auf jeden Fall nicht landen, obwohl hier so ein kleines grünes Fleckchen ist. Soll es nicht gehen. Warum eigentlich nicht? Warum kann man hier nicht landen? Also im Wald ist klar, dass sie da nicht landen können. Und da ist auch, da kommt man ja nie wieder raus. Das muss irgendwas Unterirdisches sein. Vielleicht haben wir Glück und... Schokobo-Start. Hier, das wirst du ja wohl landen können, ganz ehrlich. Also, wenn es hier nicht geht, dann weiß ich auch nicht. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Schokobo. Ich glaube, den hatten wir auch schon. Hallo! So, erstmal MP regeneriert. Wenn wir nicht hier den Fetten da nicht schon geholt haben. Und ein schwarzer Schokobo kann halt nämlich auch über alles wandern. Auch über Berge, dies, das, jenes. Aber hier, das bringt mir nichts. Da hätte ich höchstens diesen kleinen Hasen gerne nochmal gefunden. In irgendeinem Schokobo-Wald. Keine Ahnung, wo wir den überhaupt mal wiederfinden. Aber interessant, dass da halt auf jeden Fall ein Höhlenausgang ist. Oder halt ein Eingang. Und wir kommen da später anders irgendwie hin. Dann müssen wir uns irgendwo... Ja, wo findet man denn einen? Wo finden wir jetzt diesen besonderen Wald? Ein Schokobo-Wald, bei dem wir einen schwarzen Schokobo finden. Ihr müsst irgendwo hier soll der sein. Aber jedenfalls wissen wir jetzt, dass wir das hier schaffen können und finden können. Vielleicht ja auch nicht von der Seite, sondern einer anderen. Vielleicht auch hier irgendwo. Weil hier ist auf jeden Fall einer. Den kennen wir ja auch schon, den Wald. Wir gucken mal. Wir gucken mal, ob wir den hier... Aber daran müssten wir uns erinnern können, oder? Denn hier sind wir damals schon gewesen. Den Schokobo-Wald kennen wir eigentlich. Jetzt wieder der Weiße. Mit dem man die MP regenerieren kann. Nimmt man hier noch was? Kann man sich natürlich auch alles schnappen, aber bringt uns nicht viel, weil der steht dann da am Rand der Insel und kann da auch nicht weiter. Ist das so nicht richtig? Gott sei Dank mussten wir nicht kämpfen. Nicht weiter gucken. Ist irgendwo da oben soll der sein, glaube ich. Ich überfliege das ja auch immer nur, dass ich ungefähr weiß, okay... Das ist der Weg, das soll als nächstes gemacht werden, weil ich will mich auch nicht spoilern. Also nicht zu viel spoilern. Ist hier irgendwo ein Schokobo-Wald? Da! Das könnte doch gut einer sein. Ja. Also wenn der hier nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Hallo. Hier soll ein schwarzer Schokobo sein. Echt jetzt? Komisch irgendwie. Das sind noch ganz normale. Bin verwirrt. Man findet die ja auch eigentlich nicht so. Eigentlich muss man die ja sogar züchten. Hier riecht es besonders streng nach Schokobo. Ja, na klar. Soll ich dem jetzt hier was geben, dann kommt der vielleicht? Glaube ich aber auch nicht. Köder. Köder wäre natürlich auch schön.
Aber eigentlich suche ich jetzt hier nur das doofe Gieserkraut. Gieser. Den kann man ja alles hier geben, wa? Vielleicht muss man hier auch einen Köder oder irgendwas hinwerfen und dann kommt ein schwarzer Chocobo. Wäre aber auch komisch. Hm, wo ist denn das jetzt? Da. Weiß nicht, ob man... Vielleicht kann man hier rausgehen, reingehen, Köder oder so und dann kommt der Richtige. Wie kann ich helfen? Ja, gar nicht. Es sei denn, du kannst uns sagen, wo man einen schwarzen Schokobo herkriegt. Hallo? Ja, den habe ich aber nicht geschnappt. Der hat ja nur jetzt MP regeneriert. Wenn ich jetzt einen normalen nehme... Ich wüsste nicht, ob mir das helfen kann. Du kannst ja mal ausprobieren. Der kommt ja auch nicht weiter. Vielleicht gibt es ja noch einen Schokobo-Wald. Mit der lustigen Musik ist es auch gleich viel schöner. Ist das auch ein Schokobo-Wald? Das ist aber nicht so ein kleiner Fleck. Die sehen doch immer so aus. Fantastisch. Okay, da geht's da lang. Ja, Leute, ich, nicht sehr erfolgreich gewesen hier irgendwie in diesem Part mal wieder. Wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 4. Ich hoffe, dass ich dann endlich weiß, schwarzer Chocobo hin oder her, wir müssen auf jeden Fall in die Höhle kommen. Und dann werde ich auch noch ein weiteres Problem haben und darf bestimmt nochmal rumfliegen, wenn nämlich die Rüstung nicht stimmt. Die darf nämlich irgendwie nicht metallisch sein oder so. Das kann ich zwar auch vorher gucken, aber weiß nicht so richtig, ob das, was wir haben, nicht schon geht. Von dem, was ich noch da habe an schlechterer Ausrüstung. Wir werden es herausfinden, Leute. Bis dann!